Ich werde heute zu Ihnen über meine Forschung zu Erinnerungen kleiner Kinder an frühere Leben sprechen. Ich habe diese Erinnerungen von Kindern an frühere Leben für 22 Jahre untersucht, nachdem meine beiden Kinder ebenfalls begannen, über solche spontanen Erinnerungen zu berichten. Meine Kinder wurden dabei durch die Aufarbeitung dieser Erinnerungen auch von chronischen gesundheitlichen Problemen geheilt. Während ich heute über dieses Phänomen und die von mir untersuchten Fälle berichte, behalten Sie bitte drei Dinge im Hinterkopf. Die Erinnerungen kleiner Kinder an frühere Leben können uns viel über den menschlichen Geist, über unsere Seele, über Bewusstsein und über Heilung lehren. Wenn Sie sich meine Fallberichte anhören, werden Sie sehen, dass in diesen Fällen das persönliche Bewusstsein den Zeitraum von Tod in einem früheren Leben bis zur Wiedergeburt in einem neuen Leben überdauert. In diesen Fällen können wir auch beobachten, dass unverwechselbare Persönlichkeitseigenschaften wie Wissen oder auch physische Symptome von einem Leben ins nächste Leben übernommen werden können. Kinder, die über solche Erinnerungen an frühere Leben berichten, sind in aller Regel jünger als 5 Jahre alt. Und es handelt sich dabei um mehr als nur Erinnerungen. Es kommt häufig vor, dass Kinder über traumatische Erinnerungen an frühere Leben verfügen und über diese Erinnerungen eröffnet sich die Möglichkeit zur Heilung. Die Seele des Kindes kann dabei zu einem sehr frühen Zeitpunkt des Lebens geheilt werden, wodurch diese Muster und Probleme aus früheren Leben, die zutage treten, sich erst gar nicht verfestigen und erhalten bleiben, während wir erwachsen werden. Es geht darum, den Ballast früherer Leben möglichst früh abzulegen und zurückzulassen. Wir bringen auch Talente und Fähigkeiten wie Weisheit und positive Persönlichkeitseigenschaften aus früheren Leben mit uns. Auch darüber werde ich kurz berichten. Vor 22 Jahren glaubte ich zwar an Reinkarnation, aber ich betrachtete Reinkarnation mehr als Philosophie und nicht als etwas praktisch Anwendbares. Allerdings berichteten dann meine beiden Kinder über Erinnerungen aus früheren Leben und alles begann im Jahr 1988 in meiner Küche. Mein damals 5 Jahre alter Sohn Chase entwickelte extreme Ängste vor lauten Knallgeräuschen. Wir bemerkten dies zum ersten Mal am 4. Juli, dem Tag der amerikanischen Unabhängigkeitsfeier. Ein Teil dieser Feier ist ein Feuerwerk, bei dem es natürlich zu lauten Knallgeräuschen kommt. An diesem Tag war Chase 5 Jahre alt und sobald das Feuerwerk begann, wurde er völlig hysterisch. Es war mehr als nur weinen, wir konnten ihn einfach nicht mehr beruhigen. Es dauerte mehr als eine Stunde, bis er wieder zur Ruhe kam. Und wie es mit Kindern so ist, manchmal passiert sowas, ohne dass man den Grund dafür versteht. Es war nur deshalb so ungewöhnlich, weil Chase ansonsten kein ängstliches Kind war und er sonst eigentlich nie Angst hatte. Aber diese Knallgeräusche versetzten ihn in völlige Panik. 3 Wochen später waren wir mit Chase in einem Hallenbad und sobald dort jemand das Sprungbrett benutzte, erzeugte dies ein lautes Knallgeräusch im gesamten Gebäude. Direkt nachdem wir die Schwimmhalle betreten hatten und Chase dieses Geräusch hörte, verfiel er erneut in völlige Panik und versuchte, mich aus dem Schwimmbad zu ziehen. Er weinte und schluchzte und mir wurde klar, dass es diese Geräusche waren, die ihm solche Angst machten. Ich wusste aber nicht, wie ich Chase helfen konnte. Außerdem sollte er in wenigen Wochen beginnen, in die Schule zu gehen und ich machte mir Sorgen, dass mich irgendwann die Schule anruft und bittet, dass ich Chase abhole, weil er mal wieder eine seiner Panikattacken hat und ihn dort niemand beruhigen kann.
wie das Schicksal so spielt. Und ich glaube an Synchronizitäten und daran, dass im Leben bestimmte Dinge kein Zufall sind, sondern Sinn ergeben. Also wenige Wochen nach dem Erlebnis im Schwimmbad besuchte uns in unserem Haus in North Carolina ein Hypnosetherapeut, der auch Rückführungen durchführt. Ein Jahr zuvor hatte ich selbst eine Rückführung mit diesem Therapeut, Norman Ing, durchgeführt. Diese Sitzung dauerte damals 2 Stunden, aber ich war danach von chronischen Lungenproblemen geheilt. Während der Sitzung wurde ich in 2 Leben zurückgeführt, in denen ich traumatische Lungenprobleme hatte. In einem Leben im 19. Jahrhundert starb ich an Lungenschwindsucht und in einem Leben im 20. Jahrhundert starb ich in einem deutschen Konzentrationslager in einer Gaskammer. Nachdem ich diese Erinnerungen an frühere Leben integriert hatte, lösten sich meine Lungenprobleme in diesem Leben in Luft auf. Alles durch eine 2-stündige Rückführung. Da viele meiner Freunde und auch mein Hausarzt eine Rückführungstherapie ausprobieren wollten, besuchte uns Norman Ing in unserem Haus und ich erwähnte ihm gegenüber die Angstprobleme von Chase, ohne dass ich überhaupt wusste, dass Kinder über Erinnerungen an frühere Leben verfügen können. Eigentlich dachte ich, dass Norman vielleicht Chase eine posthypnotische Suggestion mit auf den Weg geben könnte, damit er bei Knallgeräuschen nicht mehr in Panik verfällt. Norman sagte also zu Chase, der damals ein kleiner Junge war, setz dich bitte auf den Schoß deiner Mutter, schließe deine Augen und erzähle mir, was du siehst, wenn du diese lauten Geräusche hörst, die dir solche Angst machen. Ich hielt Chase in meinen Armen und konnte sehen, wie sich seine Augen unter seinen Augenlidern bewegten. Chase sagte dann, ich bin ein Soldat. Ich bin ein erwachsener Mann. Ich verstecke mich hinter einem Felsen. Ich halte ein Gewehr, an dessen Lauf sich ein langer Säbel befindet. Überall ist Rauch. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht mal genau, auf wen ich überhaupt schieße. In diesem Moment wusste ich nicht, was da gerade mit Chase geschah, aber die Haare auf meinem Arm stellten sich auf. Sie kennen wahrscheinlich dieses Gefühl selbst. Norman, der sehr geübt in Rückführungstherapie mit Erwachsenen war, spürte, dass Chase gerade auf eine Erinnerung an ein früheres Leben zugriff und er forderte Chase auf, weiterzuerzählen, was er wahrnahm. Chase sagte, mir wurde ins Handgelenk geschossen und er hielt sein rechtes Handgelenk. Sie bringen mich in ein Krankenhaus, aber es ist kein normales Krankenhaus. Es sind nur einige Pfähle im Boden mit einer Plane darüber. Sie legen mich auf ein Bett, was eigentlich nur eine harte Bank ist. Sie verbinden mein Handgelenk und schicken mich zurück aufs Schlachtfeld. Aber ich will das nicht. Ich vermisse meine Frau und meine Familie. In dem Moment, wo mein 5-jähriger Sohn sagte, dass er eine Frau und eine Familie hat, stellte sich bei mir ein leichter Schockzustand ein. Wenn Sie Ihren 5-jährigen Sohn über seine Frau und seine Familie sprechen hören, katapultiert Sie das in eine andere Realität. Norman setzte das Gespräch fort und Chase sagte, ich möchte nicht hier sein, denn ich möchte keine anderen Menschen erschießen. In diesem Moment wusste Norman, was hier vorlag. Chase war zwiegespalten darüber, Soldat zu sein. Er fühlte sich schuldig und er war traurig und vermisste seine Frau und seine Familie. Norman sagte daraufhin zu Chase in sehr einfachen Worten, als Menschen leben wir viele unterschiedliche Leben auf der Erde. Dabei spielen wir unterschiedliche Rollen, um zu lernen, was es bedeutet, Mensch zu sein. In einigen dieser Leben sind wir Soldaten und als Soldat müssen wir andere Menschen töten, sonst töten sie uns. Es gibt dabei keine Schuld. Ich fragte mich, ob mein 5-jähriger Sohn diese universellen Konzepte verstehen würde, aber ich spürte, wie er sich entspannte und auch sein Gesicht entspannte sich. Norman fragte Chase daraufhin, was geschieht als nächstes? Chase sagte, ich laufe eine staubige Straße entlang, auf der Hühner herumlaufen. Ich bin auf dem Weg zurück zum Schlachtfeld. Ich sehe eine Kanone, die mit Seilen auf einem von Pferden gezogenen Wagen mit großen Rädern befestigt ist. Sie wollen, dass ich hinter der Kanone herlaufe. Nachdem Chase das gesagt hatte, öffnete er seine Augen, sprang von meinem Schoß, schnappte sich einen Keks und begann mit seinen Legos zu spielen. Ich saß damals ziemlich schockiert da und war mir nicht so ganz sicher, was da gerade eigentlich passiert war. Meine Tochter Sarah war damals 9 Jahre alt.
Sie hat alles mitverfolgt und meinte, Mama, die Stelle an seinem Handgelenk, wo Chase meinte, er wäre angeschossen worden, das ist genau die Stelle, wo er sein Hautekzem hat. Seit Chase ein Baby war, hatte er ein chronisches Hautekzem an genau dieser Stelle seines Handgelenks. Er kratzte es immer wieder auf und es war so schlimm, dass ich ihm jede Nacht das Handgelenk verbinden musste, weil sonst hätte ich jeden Morgen blutige Bettlaken wechseln müssen. Norman meinte, dass es sich dabei vermutlich um eine Kriegserinnerung aus einem früheren Leben von Chase handelt und die lauten Knallgeräusche erinnerten Chase an Kanonen- oder Gewehrfeuer, was die alten Erinnerungen hervorbringt. Norman empfahl damals, nur zu beobachten, wie sich Chase weiterentwickelt. Nach nur wenigen Wochen wollte Chase ein eigenes Schlagzeug haben. Er machte damit täglich selbst laute Knallgeräusche. Das chronische Hautekzem an seinem Handgelenk war über Jahre auch durch medizinische Behandlung nicht heilbar gewesen. Wir hatten es mit Antibiotika, Homöopathie, mit Ernährungsumstellung versucht, aber auf einmal verschwand das Ekzem innerhalb von wenigen Wochen völlig. Dies zu erleben war ein wichtiger Wendepunkt in meinem Leben. Diese Erinnerungen schlummerten dicht unter der Oberfläche in meinem Sohn und sie hervorzubringen half dabei, ihn zu heilen. Ich begann daraufhin mit eigenen Nachforschungen. Zunächst fragte ich andere Eltern in meinem Wohnort, ob ihnen Fälle bekannt waren, wo Kinder über Erinnerungen an frühere Leben berichtet hatten. Ich begann Fälle zu sammeln und das war vor der Zeit des Internets, weshalb ich völlig anders vorgehen musste als heute. Für die folgenden 2,5 Jahre sprach Chase die Erinnerungen an sein früheres Leben als Soldat mehrfach spontan an. Etwa 6 Monate nach der Sitzung mit Norman saß ich mit Chase beim Frühstück und er fragte aus heiterem Himmel, Mama, weißt du noch, als ich Soldat war? Ich war etwas perplex und sagte nur, ja. Chase meinte, ich habe da anders gesprochen. Wie meinst du das? Fragte ich zurück. Hast du Englisch gesprochen? Er meinte, ja, aber ich war schwarz. Und dann aß er einfach seine Cornflakes weiter. Ich dachte mir nur, das ist ja interessant, aber wir sprachen da nicht weiter darüber. Ein Jahr später, als Amerika in den Irak einmarschierte, brachte man gelbe Bänder an seiner Grundschule an. Ich hatte ihn gerade von der Schule abgeholt. Chase stieg ins Auto und war extrem aufgewühlt. Er sagte, Mama, die verstehen einfach nicht, was Krieg bedeutet und wie schrecklich Krieg ist. Zwing mich nie wieder, in einem Krieg zu kämpfen. Er erklärte mir dann, dass durch die Schule weitere Gefühle über sein Leben als Soldat hervorgebracht wurden. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich selber eine Ausbildung als Rückführungstherapeutin für Erwachsene begonnen. Und als wir zu Hause angekommen waren, meinte ich, Chase, schließ deine Augen und sag mir, was du siehst, wenn du diese Gefühle empfindest. Chase war damals 7 Jahre alt und er berichtete über exakt die gleiche Szene, über die er Norman als 5-Jähriger berichtet hatte. Er sagte, er läuft eine Straße entlang, wurde ins Handgelenk geschossen, er sprach über die von Pferden gezogene Kanone und dass er hinter dieser Kanone herläuft. Ich fragte ihn dann, und was geschieht als nächstes? Chase meinte, plötzlich befinde ich mich schwebend oberhalb des Schlachtfelds. Ich schaue nach unten und es fühlt sich gut an, da raus zu sein. Es ist gut, hier oben zu sein und dieses Leben verlassen zu können. Ich wollte keine anderen Kriege mehr erleben und bin deshalb in einer friedlicheren Zeit auf die Erde zurückgekommen. Ich fragte Chase, spürst du, ob es in diesem Leben noch irgendwelche offenen gebliebenen Themen gibt? Möchtest du noch irgendwas zu irgendwem aus diesem Leben sagen oder etwas tun? Chase antwortete, wenn man sich in der geistigen Welt befindet, kann man sich schnell umherbewegen. Es gibt hier keine Zeit. Ich begebe mich zurück, um zu sehen, wie es meiner Frau und meiner Familie geht. Okay, ich sehe, es geht ihnen gut. Ich glaube, ich kann jetzt gehen. Daraufhin fragte ich Chase, was er aus diesem Leben gelernt hat. Und bedenken Sie, die Antwort stammt von einem 7-Jährigen. Chase meinte, jeder muss mal Krieg erleben. Man lernt dadurch, wie andere Menschen sich fühlen. Es geht darum zu lernen, was andere Menschen fühlen. Ich fand das ziemlich tiefgründig für einen 7-Jährigen.
Kurze Zeit später meinte Chase, dass seine Erinnerungen beginnen zu verblassen und er wollte Bilder vom Schlachtfeld malen, an das er sich noch erinnerte. Dies hier ist ein Bild meines 7-jährigen Sohnes, wie er das Geschehen aus der Perspektive erlebte, als er bereits tot war und über dem Schlachtfeld schwebte. Falls Sie Englisch können, sehen Sie, dass er dabei viele Rechtschreibfehler gemacht hat, aber es sind seine eigenen Worte. Hier sehen Sie ein Bild davon, wie ihm ins Handgelenk geschossen wurde, genau an der Stelle seines Hautekzems. Außerdem malte er seine Erinnerungen an das Krankenhaus, in das er gebracht wurde, nachdem er angeschossen wurde. Hier sehen Sie ein echtes Archivfoto eines Feldlazaretts aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Eines der letzten Erinnerungsbruchstücke von Chase war die Erinnerung, dass es der amerikanische Bürgerkrieg war, in dem er gekämpft hatte. Hier sehen Sie ein Bild von Chase über seine Erinnerungen an die Kanone auf dem Pferdewagen und hier sehen Sie ein echtes Foto dazu aus dem Bürgerkrieg, wie diese Kanonenwagen aussahen. Ich persönlich brauchte eigentlich keine Beweise dazu, was Chase erlebt hatte, denn die Emotionen seiner Erinnerungen waren absolut real, genauso wie die Folgen des Erinnerns absolut real waren. Denn er wurde dadurch von seiner Angst vor lauten Knallgeräuschen geheilt und auch das chronische physische Problem des Hautekzems wurde dadurch geheilt. Das waren genug Beweise für mich, um zu erkennen, dass diese Erinnerungen von Kindern an frühere Leben wirklich wichtig sind. Ich setzte meine Forschung zu dem Thema fort und inserierte in Magazinen, um mit Eltern in Kontakt zu kommen, die ähnliche Fälle erlebt hatten. Ich habe einige Artikel zu dem Thema geschrieben, einen zum Beispiel für die Edgar Cayce Stiftung, und ich erhielt immer mehr Briefe von Eltern aus ganz Amerika, deren Kinder ebenfalls über Erinnerungen an frühere Leben berichteten. Dadurch entdeckte ich einige auffällige Muster in allen Fällen. Es geht bei meiner Forschung im Wesentlichen um Kinder, die jünger als 5 Jahre sind. Die meisten sind 2, 3 oder 4 Jahre alt. Oft beginnen sie, sobald sie sprechen können, davon zu erzählen, wie es war, als sie groß waren oder wie sie gestorben sind. Was betroffenen Eltern auffiel, wenn ihre Kinder über frühere Leben sprachen, war, dass Kinder dabei in einem sehr ernsten Ton sprechen, also nicht sowas wie, ach, ich hatte mal ein Pferd und lebte auf einem Bauernhof. Kinder sind dabei stets sehr ernst und direkt und bestehen darauf, dass diese Dinge wirklich passiert sind und dass sie das nicht erfunden haben. Kinder sprechen dabei auch über Informationen, die ihnen nicht auf normalem Weg zugänglich sind, wenn man berücksichtigt, dass sie bisher nur 2, 3 oder 4 Jahre in diesem Leben auf der Erde verbracht haben. Diese Aussagen sind oft wirklich signifikant, wenn Kinder zum Beispiel berichten, wie ihre Familie in einem Feuer ums Leben gekommen ist und dass sie dann gebeten wurden, zurück zu einer anderen Familie zu gehen. Was ich auch relevant finde, wenn Kinder über Erfahrungen aus früheren Leben berichten, verändert sich der Inhalt ihrer Berichte über einen Zeitraum von Monaten oder auch Jahren nicht. Was die Kinder sagen, bleibt also über die Zeit konsistent. Wenn Kinder zum Beispiel mit 2 Jahren das erste Mal über frühere Leben sprechen und sie dann älter werden und mehr Wörter dazulernen, dann berichten sie zunehmend über mehr Details. Relativ häufig zeigen Kinder bestimmte Verhaltensweisen oder auch physische Merkmale, die zu ihren Berichten aus früherem Leben passen. Im Fall von Chase war es die Angst vor lauten Knallgeräuschen, die mit seiner Kriegserfahrung korrespondierte. Und er hatte auch das chronische Hautekzem an der Stelle, wo er angeschossen wurde. Wir werden da auch noch in anderen Fallberichten drauf eingehen. Da ich persönlich diese positiven Erfahrungen gemacht hatte, begann ich mit einigen Experten für Rückführungstherapie zu arbeiten.
Einige von Ihnen kennen vielleicht Roger Woolger, der in Brasilien Kurse durchführt. Außerdem arbeitete ich mit anderen Therapeuten in den USA, die seit den 50er Jahren mit Rückführungstherapie gearbeitet haben. Diese Therapeuten hatten durch ihre Arbeit mit Erwachsenen herausgefunden, dass viele Probleme, Ängste und Schuldgefühle oft auf ein früheres Leben zurückzuführen waren. Speziell darauf, wie diese Person in einem früheren Leben gestorben war. Meistens war der Tod sehr dramatisch. Wenn in diesem Fall das frühere Leben erinnert und auch das damit verbundene Trauma bearbeitet wurde, lösen sich oft gesundheitliche Probleme in Luft auf, wie das auch bei mir selbst der Fall war. Die Erinnerung früherer Leben kann nicht nur zu emotionaler und physischer Heilung führen, sondern uns auch einfach dabei helfen, besser mit uns selbst zurechtzukommen. Dabei wird die Energie, welche die traumatischen Erfahrungen aufrechterhält, zerstreut und wir beginnen uns zu verändern. Ich nutzte dieses Wissen, speziell die Erfahrungen mit meinem Sohn Chase, und entdeckte durch Nachforschungen die Arbeit von Dr. Ian Stevenson. Ich vermute, einige von Ihnen sind mit seinen verblüffenden Forschungsergebnissen zu spontanen Erinnerungen kleiner Kinder an frühere Leben vertraut. Dieses Foto wurde aufgenommen, als Dr. Stevenson und ich gemeinsam einen meiner Fälle in Chicago untersucht haben. Auf diesen Fall gehe ich in ein paar Minuten genauer ein. Durch die Analyse von fast 3000 Fällen entdeckte Dr. Stevenson im Lauf seiner 40 Jahre dauernden Forschungstätigkeit einige auffällige Gemeinsamkeiten. Zunächst mal fällt das extrem junge Alter der Kinder auf, indem sie beginnen, über diese Erfahrungen zu sprechen. In 800 der untersuchten Fälle gaben Kinder so präzise Informationen zu ihrem früheren Leben preis, dass es möglich war, zu verifizieren, wer genau das Kind in dem früheren Leben einmal war. Dazu befragte man sowohl die Kinder als auch Verwandte des identifizierten Verstorbenen und entdeckte dabei viele korrespondierende Persönlichkeitseigenschaften, Talente oder auch bestimmte Fertigkeiten, die das Kind im neuen Leben mitbrachte. Diese Kinder erkennen häufig Verwandte aus dem früheren Leben oder Orte, an denen sie früher gewohnt hatten. Außerdem kannten sie intime Geheimnisse, die nur nahen Verwandten des Verstorbenen bekannt waren. Dr. Stevenson gab sich wirklich Mühe, diese Fälle zu dokumentieren und zu verifizieren, dass die Erinnerungen real waren. Dr. Stevenson fand auch heraus, dass 75% der Kinder mit Erinnerungen an frühere Leben sich genau an den eigenen Tod erinnern konnten. Die Todeserfahrung hinterließ den nachhaltigsten Eindruck in der reinkarnierten Seele. Er fand auch heraus, dass 50% der Kinder eines traumatischen Todes gestorben waren und dass traumatische Todeserlebnisse einen besonders tiefgründigen Eindruck hinterlassen. 35% der Kinder haben krankhafte Furcht, die in direktem Zusammenhang mit der Form des Todes im früheren Leben steht. Diese Phobien traten häufig bereits kurz nach der Geburt zutage. Wenn jemand zum Beispiel im früheren Leben bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen war, begann so ein Kind bereits zu weinen, wenn es nur das Geräusch eines Flugzeugs hörte. Das Geräusch triggerte die traumatische Erinnerung. Im Jahr 1997 schrieb Dr. Stevenson das Buch Reinkarnation in der Biologie. Auf 2200 Seiten beschrieb er, wie Geburtsmale und Geburtsfehler von Babys im Zusammenhang mit tödlichen Verletzungen im früheren Leben stehen. Ich könnte allein darüber 3 Stunden berichten, aber ich habe nur noch wenige Minuten und ich hoffe, Sie lesen seine Forschungsberichte, denn die sind wirklich relevant für die Reinkarnationsforschung. Basierend auf Dr. Stevensons Forschung und meinen eigenen Erfahrungen mit meinen eigenen Kindern, speziell Chase, ist mir klar geworden, dass wir durchs Erinnern traumatischer Todeserfahrungen Heilung im jetzigen Leben erreichen können.
Als ich Dr. Stevenson im Jahr 1998 das erste Mal persönlich traf, hatte ich bereits einige Jahre all seine Veröffentlichungen gelesen und war sehr aufgeregt, ihn in seinem Büro in Charlottesville, Virginia zu besuchen. Bereits nach wenigen Minuten fragte ich ihn: Dr. Stevenson, in all Ihren Veröffentlichungen erwähnen Sie nie den Aspekt der Heilung. Bei meinen beiden Kindern stellte sich eine Heilung ein, direkt nachdem sie sich mit ihrem früheren Leben auseinandergesetzt hatten. Ich habe keine Zeit, hier auf den Fall meiner Tochter einzugehen, aber der verlief ähnlich wie der meines Sohnes. Auch durch andere Fälle war mir der positive Zusammenhang mit Heilung bewusst. Dr. Stevenson hat in seiner ganzen Laufbahn kein einziges Mal öffentlich gesagt: Ich habe hier diese ganzen Fälle, die ihre Inkarnation beweisen. Stattdessen sagte er immer nur: Diese Fälle stellen sehr aussagekräftige Fakten dar, die auf die Existenz von Reinkarnation hindeuten. Als ich ihn dann fragte, wieso er nie erwähnt, dass die Aufarbeitung der Erinnerungen zur Heilung des Kindes führen kann, erwiderte er: Weil man diesen Zusammenhang nicht beweisen kann. Ich antwortete darauf: Aber ich habe dazu Beweise. Danke, dass Sie den Humor an dieser Situation erkannt haben. Mir wurde dadurch klar, dass Dr. Stevenson eine ganz bestimmte Zielsetzung mit seiner Forschungsarbeit verfolgte, nämlich empirische Beweise für den Realitätsgehalt dieser Erinnerungen zu liefern. Mein Ansatz war da eher die praktische Anwendung dieser Erkenntnisse, nämlich wie kann man den Kindern dadurch helfen und welche Relevanz haben diese Erinnerungen? Ich entwickelte also dieses Modell mit dem Ziel, vielleicht können wir Kinder durch diese Erinnerungen heilen. Aber ich hatte keine Gelegenheit, mein Modell zu testen, bis ich dann von einer Mutter aus Chicago kontaktiert wurde. Ihr dreijähriger Sohn Blake begann darüber zu sprechen, wie er von einem Lastwagen überfahren wurde. Als er das zum ersten Mal erwähnte, nahm sie zunächst an, er würde über einen Spielzeuglastwagen sprechen, aber Blake stellte sofort klar, dass er einen echten Lastwagen meinte und dass die Räder des Lastwagens über seinen Körper rollten. Die Mutter wusste nichts mit dieser Information anzufangen. Einige Wochen später sah ihr Sohn einen Lastwagen auf der Straße und begann erneut darüber zu sprechen, wie er von einem Lastwagen überfahren wurde. Zu dieser Zeit begann er über Schmerzen in der linken Körperhälfte zu klagen. Seine Mutter stellte aber auch dabei keinen Zusammenhang zu den Schilderungen mit dem Lastwagen her. Nachdem er das Thema erneut ansprach, begann sie ihm Fragen zu stellen. Fragen wie: Was ist denn passiert, nachdem du von dem Lastwagen überfahren wurdest? Blake antwortete: Ich bin gestorben. Seine Mutter fragte weiter: Wo waren denn deine Eltern in diesem Moment? Und in den Worten eines Dreijährigen sagte er: Mama war in einem Laden zum Einkaufen. Die Mutter war also nicht vor Ort in dem Moment, als er starb. Blake begann sich damals zurückzuziehen und entfremdete sich von seiner Mutter. Er sagte Dinge wie: Ich liebe dich, aber ich hasse dich. Colleen, die Mutter, wusste nicht mehr weiter. Durch Zufall sah sie eine meiner Anzeigen in einer Zeitschrift und rief mich an. Sie äußerte dabei die Vermutung, dass Blake über eine traumatische Erinnerung an ein früheres Leben verfügt. Ich sagte mir also, das ist eine Gelegenheit, mein Modell zu überprüfen. Ich schlug ihr vor, in einem Moment, wo Blake völlig entspannt ist, seine Schilderungen zunächst ernst zu nehmen, in seine Realität einzutauchen und ihm dann jedoch klarzumachen, dass er sich jetzt in einem anderen Leben befindet. Ich erklärte ihr, dass Kinder sich in einem kontinuierlichen Bewusstseinsübergang vom früheren Leben ins neue Leben befinden und dass in Fällen eines traumatischen Todes ein Teil dieses Bewusstseins in den traumatischen Todeserfahrungen festhängt. Versichern Sie ihm also, dass er jetzt sicher ist und sich in einem neuen Körper befindet und dass Sie seine neue Mutter sind. Colleen war verzweifelt genug, das Ganze einfach mal auszuprobieren. Eine Woche später rief sie mich an und meinte, Sie werden nicht glauben, was gerade passiert ist. Als ich Blake gerade ins Bett gebracht habe, fragte ich ihn, Blake, weißt du noch, als du vom Lastwagen überfahren wurdest? Für das erste Mal seit Monaten strahlte er über beide Ohren und meinte, ja. Sie meinte dann, das war mit einer anderen Mutter. Er schaute sie verwundert an.
und du warst in einem anderen Körper. Kurz darauf spürte sie, wie sich eine Energie von Blakes Körper löste. Alles, was nötig war, war ihm in einfachen Worten zu erklären, dass er sich in einem neuen Leben befindet. Blakes körperliche Beschwerden lösten sich daraufhin in Luft auf und er war auch wieder ein glückliches Kind. Für mich war dies ein traumhafter Fall, denn er zeigte, dass mein Heilansatz vielleicht wirklich funktionieren könnte. Ich schrieb damals dann mein erstes Buch mit dem Titel »Ich war einmal, Kinder erinnern frühere Leben«. Das war so viel Arbeit, dass ich mir vornahm, nie mehr ein Buch zu schreiben, denn im Gegensatz zu einigen der wunderbaren Autoren auf diesem Kongress hier, die das alles einfach nur channeln, muss ich mir jedes einzelne Wort hart erarbeiten. Ich hatte also vor, nie mehr ein Buch zu schreiben, aber dann kontaktierte mich eine andere Mutter, wieder aus Chicago. Keine Ahnung, warum diese Fälle gerade in Chicago gehäuft auftreten. In diesem Fall hieß die Mutter Kathy und war selbst noch ein Teenager, als sie ihr erstes Kind bekam. Dieses Kind starb jedoch im Alter von 2 Jahren an einem Neuroblastom. Zum Zeitpunkt seines Todes hatte der Junge Tumore in seinem ganzen Körper. Ein Tumor saß hinter seinem linken Auge, wodurch er auf dem linken Auge erblindete. Im Krankenhaus hatte man ihm am Nacken eine Infusion gelegt, die eine Operationsnarbe an seinem Hals hinterließ. Und er hatte einen großen Tumor hinter seinem rechten Ohr. Damals sagte man ihr, wir können nichts mehr für ihn machen, nehmen Sie ihn mit nach Hause. Ihr Sohn James starb dann also im Alter von 2 Jahren. Kathy heiratete und hatte daraufhin eine Tochter und einen Sohn und wurde dann erneut schwanger. Dieser dritte Sohn, Chad, kam durch einen Kaiserschnitt zur Welt, 12 Jahre nach dem Tod ihres ersten Sohnes. Direkt nach der Geburt kamen die Ärzte zu ihr und meinten, wir haben schlechte Neuigkeiten. Es scheint so, als ob ihr Baby auf dem linken Auge blind ist. Kathy meinte, bringen Sie mir mein Baby. Als sie ihren neugeborenen Sohn dann ansah, hatte er etwas, das wie eine Operationsnarbe am Hals aussah. Außerdem war da etwas, das wie ein Tumor hinter seinem rechten Ohr aussah. Kathy wunderte sich, wie ist das möglich? Die Ärzte erwiderten, oh, wir wissen nicht, warum er auf dem linken Auge blind ist. Das am Hals ist nur ein Muttermal und das hinter seinem Ohr ist eine Zyste. Aber als sie das Kind in den Armen hielt, spürte sie ein Gefühl von Vertrautheit. Kathy war in einem streng gläubigen christlichen Haushalt im mittleren amerikanischen Westen aufgewachsen und sie hatte nie ein Buch über Reinkarnation gelesen. Aber in diesem Moment wusste sie einfach, dass die Seele ihres ersten Kindes sich in diesem Neugeborenen befand. Als Chad 4 Jahre alt war, begann er über sein früheres Leben zu sprechen. Er wollte mit seiner Mutter in das Haus gehen, wo sie gemeinsam in seinem früheren Leben gelebt hatten. Er beschrieb dabei das Haus, in dem sie mit James bis zu seinem Tod gelebt hatte. Sie fragte ihn, warum willst du in dieses Haus gehen? Worauf Chad antwortete, weil ich dich dort zurückgelassen habe. Kathy und ich haben über einen Zeitraum von 1,5 Jahren regelmäßig telefoniert. Schließlich sprach sie mit Chad darüber, dass sie in ihm das Kind wiedererkannt hat, das sie früher einmal hatte. Dieses Gespräch brachte für beide emotionale Heilung, weil Kathy dadurch inneren Frieden finden konnte, denn ihr früheres Kind war zu ihr zurückgekehrt. Für mich ist das ein Wunder und deshalb habe ich dann doch noch ein zweites Buch mit dem Titel »Wiedergeburt in der Familie« geschrieben. Den meisten Menschen ist einfach nicht bewusst, dass wir allein durch Liebe in eine Familie zurückkehren können. Und für mich ist das ein Wunder. Für einige hier ist das vielleicht eher Allgemeinwissen. Dr. Stevenson und ich haben viel darüber diskutiert, wieso Fälle in Asien und speziell in Indien über so viel mehr Detailinformationen verfügen im Vergleich zu amerikanischen Fällen. Dadurch sind diese Fälle verifizierbar. In Asien nennen die Kinder konkrete Namen von Personen aus früheren Leben und Ortsnamen, wo sie gelebt hatten. Diese Kinder verfügen über mehr intimes Detailwissen und die Persönlichkeitseigenschaften bei der Leben sind ähnlicher.
Wir wunderten uns, warum nordamerikanische Kinder sich an weniger Details erinnern. Aber ich sagte mir, die Fälle muss es hier auch geben, wir müssen sie nur finden. Und durch das Internet haben wir sie dann auch gefunden. In einem konkreten Fall habe ich über die letzten 7 bis 8 Jahre mit einer Familie zusammengearbeitet, wo sich zeigt, wie überzeugend und detailliert die Erinnerungen von Kindern sein können. Dies ist der Bericht von zwei Menschen mit dem Namen James. Der erste James starb im Jahr 1945. Der zweite wurde im Jahr 1998 geboren. Hier sehen Sie den 1998 geborenen James im Alter von etwa 3 Jahren in Louisiana. Er war besessen von Spielzeugflugzeugen. Jedes Mal, wenn er mit seinen Eltern unterwegs war und er ein Spielzeugflugzeug entdeckte, mussten sie es ihm kaufen, sonst flippte er völlig aus. Im Alter von 2,5 begann James 3 bis 4 Mal pro Woche nachts schreiend aufzuwachen und jedes Mal sprach er davon, dass er mit einem Flugzeug abgestürzt ist. Seine Eltern wussten nicht weiter, sie sahen aber, dass ihr Sohn jedes Mal völlig verängstigt war und sie selbst bekam dadurch nicht mehr genug Schlaf. Die Großmutter von James kam auf die Idee, dass es sich ja vielleicht um eine Erinnerung an ein früheres Leben handeln könnte. Die Eltern konnten mit dieser ganzen Idee aber nichts anfangen und James' Großmutter schickte ihrer Tochter Andrea daraufhin mein Buch. Andrea, die Mutter, schrieb mir daraufhin eine E-Mail und beschrieb darin, wie James darüber sprach, wie sein Flugzeug abgeschossen wurde und er nicht mehr aus dem Flugzeug rauskam. Ich gab ihr meine Standardantwort. Das nächste Mal, wenn er diesen Albtraum hat, begeben Sie sich in seine Realität und versichern Sie ihm, dass er sich in Sicherheit und in einem neuen Körper befindet. Sie tat dies und dadurch reduzierten sich die Albträume von 3 bis 4 pro Woche auf einen alle 2 Wochen. Andrea begann ihm daraufhin Fragen zu stellen, wie: In was für einem Flugzeugtyp bist du denn geflogen? Und er antwortete darauf immer: Eine Corsair. Damit konnte niemand etwas anfangen, aber durch Nachforschungen fanden sie dann heraus, dass dies ein im Zweiten Weltkrieg verwendetes Kampfflugzeug war. Wenn James von sich aus über das Thema sprach, stellten sie ihm weitere Fragen, wie: Wo ist denn dein Flugzeug gestartet? Er antwortete: Von einem Schiff. Und wie hieß das Schiff? Er antwortete: Natoma. Zu diesem Zeitpunkt war James' Mutter langsam davon überzeugt, dass hier wirklich Erinnerungen an ein früheres Leben vorliegen. James' Vater hingegen war streng christlich erzogen und glaubte nichts davon. Er begann mit Recherchen im Internet, um die Aussagen seines Sohnes durch Fakten zu widerlegen. James sagte also, er flog eine Corsair und das Schiff hieß Natoma. Immer wenn sie ihn nach seinem Namen im früheren Leben fragten, antwortete er mit James. Sein Vater freute sich schon und meinte, das kann ja nicht stimmen. Als sie James nach Namen früherer Freunde fragten, antwortete er mit dem Namen Jack Larson. Der Vater ging ins Internet, er fand dort eine Liste der Besatzung des Flugzeugträgers Natoma Bay aus dem Zweiten Weltkrieg und dort stand der Name Jack Larson. In diesem Moment saß der arme Vater vor dem Scherbenhaufen seines bisherigen Glaubenssystems. James malte viele Bilder von Flugzeugen, die abgeschossen wurden, und jedes Mal unterschrieb er seine Bilder mit dem Namen James 3. Als seine Eltern fragten, wieso die 3 am Ende, sagte er, weil ich der dritte James bin. Sie sehen in diesem Bild, wie auf das Flugzeug geschossen wird. Nach weiteren Recherchen fand der Vater heraus, dass auf der Natoma Bay ein Pilot auf die von James beschriebene Weise abgeschossen wurde. Mit Hilfe von Veteranen der Natoma Bay konnte er den Namen des abgeschossenen Piloten herausfinden. Er hieß James Houston und war 21 Jahre alt, als er über Hiroshima abgeschossen wurde. Es gab eine noch lebende Schwester des Piloten, die in Kalifornien lebt. Die
Die Eltern kontaktierten sie und gaben zunächst vor, sich für diesen speziellen Flugzeugträger aus dem Zweiten Weltkrieg zu interessieren und erwähnten natürlich nichts von ihrer Reinkarnationsforschung. Die Schwester heißt Anne Barron und ist über 80 Jahre alt. Sie schickte den Eltern das eben gezeigte Foto von James Houston, wie er vor seiner Corsair steht. Hier sehen Sie ein Foto von beiden James. Das obere Foto zeigt James Leininger im Alter von 4 Jahren in einem Luftfahrtmuseum. Das untere Foto zeigt James Houston im Jahr 1945. James Houston in 1945. Schauen Sie sich die Gesichtszüge der beiden genau an. Das sind 2 Fotos der beiden, als sie in etwa gleich alt waren. It's pretty interesting, isn't it? Schließlich drehte ein großer US-Fernsehsender einen Dokumentarfilm über den kleinen James Leininger und seine Erinnerungen an sein früheres Leben, weil der Fall einfach so überzeugend ist. In diesem Moment musste man dann jedoch der Schwester von James Houston rein Wein einschenken, damit sie nicht aus dem Fernsehen davon erfuhr und dadurch einen Herzinfarkt erlitt. Dies führte dazu, dass James seine Schwester aus seinem früheren Leben persönlich traf. Und schauen Sie sich sein Gesicht an. Er sagte nie zu ihr, hey, du bist meine Schwester, aber er setzte sich einfach auf ihren Schoß, obwohl sie eigentlich eine Fremde für ihn war. Hier sehen Sie James mit seinem alten Fliegerfreund Jack Larson, der mit ihm auf dem Flugzeugträger gedient hatte. Über den amerikanischen Dokumentarfilm erfuhr eine japanische Produktionsgesellschaft von dem Fall und sie luden James und seine Familie nach Japan ein, um dort eine Gedenkzeremonie an der Stelle abzuhalten, wo James Houstons Flugzeug abgeschossen wurde. Ich wäre gerne dabei gewesen, aber das war nicht möglich. Die Eltern erzählten mir, dass sie mit einem Boot an die Stelle im Pazifik gebracht wurden, wo James Houston mit seinem Flugzeug abgeschossen wurde. Sie haben dann dort eine Gedenkzeremonie abgehalten und alle haben dabei geweint. James war zu diesem Zeitpunkt 9 Jahre alt. Er warf einen Kranz mit Blumen ins Wasser, salutierte und sagte, ich werde dich nie vergessen. Die Eltern erzählten, dass die gesamte japanische Filmcrew im Heulen war und James brach am Ende der Zeremonie weinend zusammen. Aber das Interessante dabei war, dass nach dieser Zeremonie James endlich Frieden mit seinem früheren Leben schließen konnte. Nachdem sie aus Japan in die USA zurückgekehrt waren, malte James dieses Bild von einem glücklichen Boot mit Delfinen. Darauf ist alles friedlich und die Flugzeuge werden noch nicht beschossen. Wer sich mit Bildern von Kindern auskennt, weiß, dass diese Veränderung sehr aussagekräftig ist.